Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Abends ist der Schweriner Zoo eigentlich geschlossen. Eigentlich. Am 5. Mai können Sie an einer spannenden Abendsafari teilnehmen. Genießen Sie die Ruhe und Atmosphäre des Schweriner Zoos zu dieser ungewöhnlichen Zeit. Fütterungen der Wölfe und Rothunde stehen auf dem Programm. Der etwa 90-minütige Zoorundgang beginnt um 20 Uhr. Um Anmeldung unter 0385 39 55 119 oder service@zoo-schwerin.de wird gebeten. Auch die Schweriner Abendatmosphäre genießen können Sie ein Wochenende später. Der 12. Schweriner Nachtlauf startet am 13. Mai, in diesem Jahr vom Marktplatz aus. Entscheiden Sie sich für die 5, 10, 15 oder gar 20 Kilometer Strecke. Vorbei am Schweriner Schloss, schöner geht Laufen nicht. Steve Waite ist ein New Yorker Songwriter und Sänger. Gemeinsam mit seiner Band kommt der Künstler in das Pub in Parchim und zeigt eine Auswahl seines umfangreichen Repertoires. Die Musik von Steve Waite erinnert an die großen Alben der 70er Jahre. Rockhistorie im modernen Kleid. Das Konzert beginnt am 5. Mai um 21 Uhr. Schon als Kind wollte Peter Rommel Bildmaler werden. Er wurde Tierarzt. Doch die Leidenschaft hat ihn nie losgelassen und mit dem Ruhestand startete er seine künstlerische Karriere. Gemälde, Karikaturen und Skulpturen. Eine Auswahl von Rommels Kunst ist bis 20. Mai in der Sozietät Rostock Maritim zu sehen. Freude mit Farbe in MacPom. Der Titel der Ausstellung ist gleichzeitig Programm. Nordischer Klang in Greifswald, das ist ein einzigartiges Festival. Ob ein finnischer Akkordeon-Weltstar oder ein virtuoses Crossover zwischen Klassik und Pop, des Esten rein ran ab. Bei diesem Festival erleben Sie alles, was Musik und Kultur aus den Ländern Nordeuropas zu bieten hat. Das gesamte Programm sehen Sie auf der Festival-Homepage nordischerklang.de. Vom 4. bis 14. Mai feiert der Norden den Norden. Beim Hochschulorchesterkonzert der Hochschule für Musik und Theater in Rostock wird es russisch. Ruslan und Ludmilla von Michail Glinka bildet den Auftakt. Weiter geht es mit Klavierkonzerten von Prokofjew und Tschaikowski. Als Solist ist der Pianist Vasil Kotis zu sehen, Masterstudent der Kammermusik. Das Konzert steht unter der Leitung von Robin Portune. Am 4. und 5. Mai jeweils um 19.30 Uhr im Katharinensaal. Karatesportler aus vielen Teilen der Republik kommen am 6. Mai in Schwerin zusammen. Der Verein Budokai richtet die 16. ostdeutschen Karatemeisterschaften aus. Wettkämpfe finden statt in Kata und Kumite, sowohl einzeln als auch im Team. Dieses Jahr treffen sich die Karateka in der Erich-Kästner-Halle. Der Eintritt für Zuschauer zu diesem Breitensport-Event ist frei. Hast du deine Zahnbürste? Check. Hast du dein Deo? Check. Hast du deine Gammelhose? Hab ich. Was? Wissen die, dass ich schwarz bin? Sollten sie? Willst du nicht vielleicht? Du weißt schon. Mom und Dad, mein schwarzer Freund kommt dieses Wochenende mit raus. Ich will nur nicht, dass ihr einen Schock kriegt, weil er ein schwarzer Mann ist. So kenne ich dich ja überhaupt nicht, Bro. Familienbesuche und Rumreisen. Komm bloß nicht als Spießer zurück, Mann. Du kommst sonst noch mit der Hose über den Bauchnabel zurück. Sie kommen also aus der Stadt? Ja, nur übers Wochenende. Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen? Er ist gar nicht gefahren. Ich will nicht wissen, wer gefahren ist. Ich will seine Papiere sehen. Nennen Sie mich Dean. Umarmen Sie mich, Junge. Also, wie lange läuft das denn schon, diese Sache? Georgina und Walter waren verantwortlich für die Betreuung meiner Eltern. Als sie starben, konnte ich sie einfach nicht gehen lassen. Rauchen Sie vor meiner Tochter? Ich werde aufhören. Sie könnte Ihnen dabei helfen. Wie? Hypnose. Ich komme schon klar. Schaffst du das? So schlimm wird's schon nicht. Hey, hör zu, ich habe recherchiert. Offenbar sind in der Gegend eine ganze Menge Brüder verschwunden. Alles cool. Bro, warum hast du keine Angst davor, Mann? Gut, dass noch ein Bruder hier ist. Chris hat mir erzählt, dass er sich durch meine Anwesenheit hier viel wohler fühlt. Hau ab. Entschuldige, Mann. Logan. Hau ab! Yo! Rose, wir müssen weg. Ist alles okay? Rose, die Schlüssel. Hol sie raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Rose?
Versinke im Boden. Warten Sie. Versinke. Verstand sollte man niemals verschwenden. Niemals verschwenden. Wenn so viele Weiße da sind, werde ich nervös. Nein. Nein. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.